mein Name ist Heike Mathiesen, ich spiele klassische Gitarre und habe das studiert und heute ist es mein Beruf und ich liebe es zu spielen und ich tingle durch die halbe Welt. Jetzt im letzten Jahr war ich in so schicken Ländern wie Nigeria, Äthiopien, Pakistan und ich sehe mich selber als Botschafter für klassische Gitarre. Ich versuche, die Gitarre an Orte zu bringen, wo die klassische Gitarre noch nicht war. Und ich versuche, Konzerte zu spielen für Leute, die eventuell noch nie Gitarre gehört haben. Und da spiele ich dann die Stücke auch, die ich selber am liebsten spiele. Und das ist natürlich ein Geschenk des Himmels, wenn man mit der Musik, die man sowieso am liebsten spielt, das dann auch noch als Beruf haben kann und damit durch die halbe Welt reist. Ich habe bis jetzt 3 CDs draußen. Es kommt jetzt eine 4. Ich mache immer mal bescheuert idealistische Sachen. Ich habe jetzt eine CD, die kommen wird mit Komponistinnen, wo man sagt, das gibt es eine Handvoll überhaupt nur weltweit. Und das ist eine Sache, die mich interessiert hat. Und ich habe gesucht und habe immer mehr schöne Stücke gefunden. Die wird jetzt in den nächsten Wochen erscheinen. Ansonsten ist mein Leben zu 90%, würde ich mal sagen, Solokonzerte. Es ist immer mal Kammermusik dabei. Es ist immer mal Orchester dabei. Aber meistens ist es die Gitarre und ich alleine in der Welt unterwegs. Also ich komme ja aus einer Opernfamilie und dadurch ist es bei mir, ich komme aus einer Opernfamilie und ich habe zuerst Klavier gelernt und das hat zur Folge, dass ich anders ticke als viele meiner Kollegen. Also ich denke erstens dreidimensional, weil ich halt die Sachen mir auch immer vorstelle, wie mit 2 Händen gespielt, plus dass ich halt mit Bel Canto aufgewachsen bin und sage, ein Crescendo auf einer langen Note bei der Gitarre ist möglich, weil ich es im Kopf denken kann. Also muss man es auch spielen können und da denke ich, manchmal überfordere ich die Gitarre geistig, weil ich einfach Sachen von ihr haben will, die sie wahrscheinlich rein messbar praktisch nicht hat. Aber das Verrückte ist, dass auf eine telepathische Art, wenn man sich sowas vorstellt, es ja nach draußen ankommt. Insofern bin ich eigentlich ein Sänger, ein Opernsänger oder ein Pianist, der versehentlich Gitarrist geworden ist. Und ich habe schon, meine Mutter hat, als sie mich erwartet hat, Mozart Klavierkonzert gespielt. Also ich habe Mozart mein Leben lang gehört, ich bin mit Puccini und Wagner groß geworden und eigentlich als Quereinsteiger zur Gitarre gekommen und das, weil ich eine bis heute nicht erklärbare, absurde Liebe zu Spanien hatte. Ich habe schon als Kind mir von meinen Eltern Flamenco-Platten schenken lassen. Und die allererste Klassik-CD, Klassik-LP, muss man dazu sagen, war eine LP mit Pepe Romero, der später mein Lehrer wurde. Die bekam ich als Kleinkind. Also der stand da schon in meinem Plattenschrank, dass er mal irgendwann mein Lehrer werden würde, war nicht abzusehen. Und insofern habe ich 2 riesige Einflüsse. Und das eine ist wirklich Opern- und Klaviermusik, also richtig klassische Musik, sehr gitarrenfern zum Teil auch. Und eine Seelenverwandtschaft zum Flamenco. Ich hab Flamenco getanzt, ich habe Flamenco gehört, ich gehe auf Flamenco-Shows, wann immer ich es kriegen kann. Ich habe versucht, in diese Welt so weit einzutauchen, wie es einem als nicht in Spanien lebender Mensch möglich ist. Und die spanische Musik spielt sich anders, wenn man sofort weiß, da sind irgendwelche Füße drunter oder wie die Phrasierungen sind und die Posen sind. Und das ist automatisch ganz anders drin, wenn man sich auch rein physisch damit beschäftigt hat. Also ich verdiene ab und zu tatsächlich Geld damit, dass ich Kastagnetten spiele. Aber das ist dann auch in Zusammenhang wieder mit Spanien. Aber ich habe zu Hause nicht mal mehr ein Klavier, weil ich einfach weiß, wenn ein Klavier da stünde, ab und zu ist die Sehnsucht nach Musik wie Chopin, Beethoven zu groß, dann würde ich nicht Gitarre üben, sondern würde einfach auf dem Klavier zum Spaß spielen. Und das ist eine Selbstdisziplinierung, dass ich einfach weiß, zu Hause darf kein Klavier stehen. Also ich arbeite ja immer, also ich habe mehrere Programme, die ich parallel arbeite und wo ich auch ständig Ergänzungen zu suche. Und das eine ist, dass ich, sobald ich aus Deutschland rauskomme, will keiner von mir mehr Spanisch hören. Ist der Aberwitz, in Deutschland bin ich der Spezialist für Spanien und außerhalb von Deutschland wollen alle nur deutsche Musik von mir hören. Also ist es meine Aufgabe, zu suchen zu gehen, was ist denn eigentlich deutsche Gitarrenmusik? Und da gibt es unendlich viel unentdeckte Perlen. Das heißt, ich sehe meine Projekte in Zukunft, meine Aufgaben da drin, dass ich sage, ich muss immer weiter gucken, was gibt es denn an toller deutschsprachiger, sagen wir es mal, wegen der geschichtlichen Sichtweise, deutschsprachige Gitarrenmusik, die keiner spielt. Weil wenn ein Argentinier wird Tango spielen, ein Spanier wird Tarega spielen, also ist es wunderbar, wenn ich dann als deutsche Frau, die in der Welt rumreist, dann tatsächlich auch deutsches Repertoire mitnehmen kann. Und das ist das eine. Und das andere ist, dass ich es als meine Aufgabe sehe, in jeder Generation gab es immer einen epochemachenden Komponist. Also es gibt irgendwo jetzt einen Beethoven. Ich versuche immer wieder auch
Kompositionsaufträge rauszugeben, zu gucken, wen man in der Gegenwart beeinflussen kann. Irgendwo hier ist der Beethoven unserer Jetztzeit. Ja, klar, ich meine, ich bin natürlich an jeder Ecke im Internet, weil ich einfach weiß, dass Social Media für einen Musiker lebenswichtig ist. Also ich habe einen YouTube-Channel, meine Videos mit den riesen Klickzahlen sind leider nicht auf meinem Channel, sonst wäre ich reich. Aber ich mache Facebook, ich liebe Twitter, ist mein Lieblingsmedium, schnelles, informatives Medium, was sehr spielerisch ist, was mir Spaß macht. Ich benutze sogar das im Moment immer totgesagte Google Plus sehr gerne. Und das sind so die Hauptstellen, wo ich unterwegs bin. Jetzt neuerdings spiele ich mit Instagram. Also man kann mich wahrscheinlich mehr oder weniger an jeder Ecke im Netz irgendwo finden. Aber ich mache auch überall im Netz dann was anderes. Und es war eigentlich eine Spielerei und irgendwann hat man festgestellt, huch, das nützt ja was. Und ich mache es immer zu Hause so, dass die Leute glauben immer, ich wäre den ganzen Tag im Internet. Ich spiele 50 Minuten oder 45 Minuten, dann mache ich 10 Minuten Pause. Da hätte man früher, wenn man rauchen gegangen. Heute gehe ich nicht mehr rauchen, dann gehe ich 10 Minuten ins Internet. Und so ist scheinbar jede Stunde irgendwo eine Aktivität von mir, das sind aber meine Übpausen. Und dadurch wirke ich omnipräsent im Internet, als ob ich den ganzen Tag nur davor sitzen würde und prokrastiniere, sondern es ist wirklich meine Stadtzigarette oder Stadtschokolade, Internetpausen, wo man dann immer zwischendurch mal hier reinguckt und da reinguckt. Und es macht mir auch unglaublich Spaß, Sachen zu teilen, mit Leuten zu kommunizieren. Also nicht nur so, tata, hier bin ich, sondern wirklich auch zu sagen, okay, ich teile Artikel weiter, die Gitarre betreffen oder die unser Musikleben betreffen. Und das ist eine Sache, die mir unglaublich Spaß macht, weil ich freue mich auch, wenn jemand anders sowas teilt, sowas zu lesen. Insofern ist es nicht nur immer zu sagen, have a look at my new video, sondern wirklich auch, dass man sagt, hier steht was Interessantes, vielleicht magst du das lesen. Die Videos und alle die Eigenwerbung, die man machen muss, also wo man seine Konzerte annonciert und so weiter, das kriegen die Leute ja eh mit. Das braucht man nicht noch spammen. Also ich habe jetzt keine Botschaft, die jetzt einzeln ausformuliert ist, aber ich habe spät angefangen mit der Gitarre. Ich habe nie einen Wettbewerb gewonnen. Mein Leben ist nicht möglich. Eigentlich von allen Business-Strategien her. Aber ich tue es. Und das ist einfach, dass man darf nicht drüber nachdenken, ob etwas unmöglich ist, sondern man sollte es einfach machen. Und da eine gepflegte Form des Irrsinns oder des Leichtsinns zu haben, wenn ich mein Leben von außen angucke, sage ich bin unfassbar glücklich. Und das ist ein Geschenk des Himmels. Ich meine, ich weiß natürlich nicht, was in 20 Jahren ist und ich darf nicht krank werden und so weiter, aber mein Leben ist unfassbar glücklich. Und das ist, weil ich einfach das mache, was ich am liebsten mache und das mit vollem Risiko. Und wenn man was mit vollem Risiko macht, gibt es einem ein unglaubliches Momentum, wo man einfach dahinter steht und tut und macht. Und jedes Mal, wenn ich auf eine Bühne gehe, freue ich mich wie ein Schneekönig für Menschen zu spielen. Und das ist ein Geschenk des Himmels, das als Leben haben zu können. Und die einzige Message, die man dann wirklich haben kann, ist, dass man sagt, wenn man einen Traum hat, egal was dagegen spricht, es spricht genauso viel dafür. Und ich weiß, ich werde niemals eine Lebenslüge haben, die mit was wäre, wenn anfängt. Und wenn man sagt, okay, ich scheitere mit Grandezza langfristig, ich weiß, ich habe es probiert und ich habe es mit voller Kraft probiert. Und ich werde niemals da sitzen und sagen, oh, hätte ich doch die Courage gehabt. Und das gibt einem wirklich Kraft, wenn man solchen Irrsinn durchzieht. Man darf nur nicht allzu viel nachdenken. Ab und zu muss man das Gehirn abschalten und dann sagen, okay, denk lieber nicht an Altersvorsorge und all dieses Zeugs. Wissen wir ja eh nicht, wie es bis dahin aussieht. Und bis dahin wirklich mit Grandezza einen Traum zu leben, ist ein Geschenk des Himmels. Gerne.